Alle teuren Geschäfte in Seefels befinden sich hier in der Oberstadt. Diese Bäckerei macht die feinsten Torten, die leckersten Kuchen und die verführerischsten Pralinen. Zum Glück habe ich nicht genug Geld, um mir jeden Tag eine Leckerei zu kaufen. Ich würde bald nicht mehr in meine Lehrerrobe passen. Ist das nicht Folter? Die Bäckerei hat schon geschlossen. Aber im Schaufenster zeigt sie, was man alles genießen könnte, wenn sie geöffnet wäre. Ist das nicht Folter? Das ist das Wappen der stolzen Stadt Seefels, Hauptstadt der Allianz und größte Stadt Aventasiens. Seit all die Flüchtlinge ihr Lager vor den Toren aufgeschlagen haben, ist die Stadt größer als jemals zuvor. Seefels wurde im Krieg nie eingenommen. Die Stadt hat dicke Mauern und erhebt sich über 200 Meter in die Höhe, wie ein Turm. Deswegen nannte man den großen Krieg auch den Krieg der zwei Türme. Seefels gegen den dunklen Turm der Erzhexe Mordroga. Die aktuelle Ausgabe des Seefels-Ausguck, der örtlichen Zeitung. Ratsvorsitzende van Buren, wir stehen für Chancengleichheit. Morgen präsentieren wir unsere Lösung der Armutsproblematik. Einfache und effiziente Lösungen gibt es nur mit uns. Außer der Zeitung kleben hier noch einige Wahlkampfplakate. Der Tod ist letzte Woche in den Wahlkampf eingestiegen. Seine Slogans lauten: Tod für alle und der Tod ist die Lösung. Und was ist das hier? Hey! Erzmagier Alistair ist ein Verräter. Er benutzt das Artefakt des Schicksals für eigene Zwecke, anstatt damit allen zu helfen. Und hier? Freunde des Erzmagiers behaupten, er hätte nie im Krieg gedient. Außerdem ist er nicht in Seefels geboren. Das stimmt doch alles gar nicht! Der Ausguck berichtet nicht fair und irgendjemand hat diese Lügengeschichten über den Erzmagier an die Wand geklebt. Kein Wunder, dass sein Vorsprung in den Umfragen schmilzt. Der Ausguck berichtet kein Wunder. Oh, gruselig, das Gefängnis. Ich beeile mich immer schnell, an diesem Fenster vorbeizukommen. Hallo? Ist da jemand? Worauf du einen lassen kannst. Ja. Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Und wer bist du? Wilbur Wetterquarz. Guter Deckname. Nenn mich Mr. X. Meine Freunde nennen mich X. X? Seltsamer Name. Warum bist du eingesperrt? Man will mich aus dem Weg haben. Ich weiß zu viel. Aber nur weil man schlau ist, wird man doch nicht eingesperrt. Wenn man die falschen Dinge weiß, schon. Wir werden beobachtet. Von wem? Sie beobachten uns. Wer sind Sie? Die, die uns beobachten. Einige nennen mich paranoid, aber nur weil ich paranoid bin, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Wie lange sitzt du schon im Gefängnis? Ein paar Tage. Aber ich vermute, dass man mich nie wieder gehen lässt. Ich bin ein politischer Gefangener. Man will mich mundtot machen, sag es allen. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Hier? In Seefels? Ja, vielleicht. Meinst du wirklich, dass man dich lange da drin lässt? Vor der Wahl wird man mich zumindest nicht laufen lassen. Die Ratsvorsitzende will Stärke demonstrieren. Und was nach der Wahl passiert, steht in den Sternen. So oder so, ich warte nicht darauf, dass irgendein Gericht über mich urteilt. Ich werde ausbrechen, sobald ich Gelegenheit dazu habe. Tja, dann, ich muss weiter. Pass auf dich auf, Alter. Der Abfluss dürfte direkt in die Kanalisation von Seefels führen. Ich würde gerne behaupten, die Kanalisation in dieser Stadt sei ein clever ausgetüfteltes Wunderwerk der Ingenieurskunst. Doch in Wahrheit stinkt es hier im Hochsommer atemberaubend. Fast jedes Haus in der Oberstadt hat einen Abfluss, der in die Kanalisation führt.
In der Unterstadt sieht das anders aus. Viele Bewohner kippen ihr Abwasser einfach auf die Straße und vertrauen darauf, dass es schon irgendwie unten ankommt. Der Kanal ist mit einem Gitterrost versperrt. Und selbst wenn ich es entfernen würde, wäre ich zu groß für den Kanal darunter. Fast jedes Haus in der Die Statue zeigt irgendeinen berühmten Ritter. Er hat bereits beide Beine und sein Schwert im Kampf verloren, aber sein Kampfeswille ist ungebrochen. Es ist nur ein Kratzer, wurde über der Statue in den Stein gemeißelt. Die Statue zeigt Das Tor zur Unterstadt ist verschlossen. Das ist neu. Normalerweise kann man bis spät in die Nacht hinuntergehen. Das Tor, das ist... Hallo, Herr Schildträger. Wenn das nicht der kleine Wetterwurz ist. Wetterquarz für Sie, Herr Schildträger. Professor Wetterquarz sogar. Oh, Eure Lordschaft. Verzeiht, dass ich nicht niederknie. Wie ich sehe, sind Sie immer noch der Hauptmann der Stadtwache. Hauptmann und Ihr einziges Mitglied. Warum gibt es nicht mehr Wachen? Sie können alleine doch unmöglich für Ordnung sorgen. Die Ratsvorsitzende sieht das anders. Sie wollte unbedingt mich für diesen Posten. Nichts ist wichtiger als Loyalität, hat sie gesagt. Wie sieht es in der Unterstadt aus? So ähnlich wie hier. Nur dreckiger und alles ist kleiner. Was ist mit den Flüchtlingen, meine ich? Keine Ahnung. War vor ein paar Wochen das letzte Mal unten. Von hier oben sieht es aus, als würde die Zeltstadt kaum noch wachsen. Entweder kommen weniger neue Flüchtlinge an, oder der Platz ist einfach voll. Gehört die Unterstadt nicht auch zu Ihrem Zuständigkeitsbereich? Man kann ja wohl kaum von mir erwarten, dass ich da runtergehe. Da unten wimmelt es von Verbrechern. Aber außerdem haben die Chaoten Barrikaden errichtet. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht ins Zeltlager. Warum ist das Tor geschlossen? Ich möchte in die Unterstadt. Ausgangssperre. Nach Einbruch der Dunkelheit dürfen Bewohner der Oberstadt nur noch mit spezieller Erlaubnis die Unterstadt betreten. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Ratsvorsitzende Van Buren. Sie ist besorgt um das Wohlergehen der Oberstadtbewohner. Und so eine Erlaubnis bekomme ich wo? Heute nirgendwo mehr. Morgen kannst du ins Rathaus gehen und da einen Antrag stellen. Aber ich bin heute Abend mit Remy im Gasthaus verabredet. Pech. Was hat es mit der Statue da auf sich? Das ist der Schwarze Ritter. Er dient als Inspiration für junge Soldaten der Stadtwache. Er soll sie motivieren, tapfer bis zum letzten Tropfen Blut zu kämpfen. Wer war er? Das weiß niemand. Als man ihn fand, war er schrecklich zugerichtet. Aber er hatte immer noch die Kampfeslust in den Augen. Dort drüben hängen Plakate, die Unwahrheiten über den Erzmagier verbreiten. Und? Es sind Lügen. Jeder kann sie lesen und ein paar glauben sie vielleicht sogar. Was will man machen? Sie könnten sie entfernen. Ich würde es selber machen, aber ich habe kein Wasser und keinen Spachtel und es ist Ihre Aufgabe. Also schön. Morgen. Jetzt habe ich zu tun. Was haben Sie zu tun? Ich bewache die Stadt. Ich bin die Stadtwache. Der Kran von Jorge, dem Händler, ist endlich fertig, wie es scheint. Schon seit 2 Tagen. Hat gestern und heute massig Sachen rauf und runter befördert. Und Sie haben die Waren kontrolliert? Warum sollte ich? Wird nicht für Alkohol, Pfeifenkraut und noch ein paar andere Dinge zollfällig, wenn man sie von der Oberstadt in die Unterstadt schafft? In dieser Stadt passieren echte Verbrechen. Um die kann ich mich auch schon nicht kümmern. Jorge hat etwas von Schmiergeld für die Stadtwache gesagt. Wissen Sie etwas darüber? Das ist eine unerhörte Unterstellung. Die Stadtwache lässt sich nicht bestechen. Das ist gut. Andernfalls hätten Sie jetzt wohl auf eine Menge Gold verzichten müssen. Ich meine, wenn keine Waren mehr durch dieses Tor da gehen, muss auch niemand mehr bestochen werden, oder? Das ist richtig.
Jorge prellt also den Staat um seine wohlverdienten Steuern, weil er Waren in die Unterstadt schmuggelt, hast du gesagt? Wollen Sie ihm den Kranbetrieb verbieten? Nein, Jorge und seine Händlerkollegen haben viel Einfluss. Außerdem, von einem Verbot hat doch niemand etwas, oder? Nein, ich habe eine andere Idee. Nur wie stelle ich das an? Was wollen Sie gegen den Schmuggel unternehmen? Jemand müsste eines von Jorges Alkoholfässern markieren und es dann von der Unterstadt aus bestellen. Sollte das markierte Fass dort noch heute Nacht auftauchen, ohne dass Steuern dafür gezahlt wurden, haben wir den Beweis. Sie können ja richtig clever sein, Herr Schildträger. Das Problem ist nur, ich kann hier nicht weg. Ich muss die Stadt bewachen, du verstehst schon. Aber du kannst deine Bürgerpflicht erfüllen und der Stadtwache behilflich sein. Bürgerpflicht? Ich soll ihren Job machen. Natürlich nicht umsonst. Was willst du für deine Hilfe? Ich hätte gerne freien Zugang zur Unterstadt. Einen Augenblick dachte ich, du würdest ein Pony oder etwas ähnlich Sinnloses haben wollen. Wie kommen Sie denn darauf? Du sagst manchmal komische Dinge. Ist dir das noch nie aufgefallen? Ja, aber ein Pony? Gib's zu. Du hast kurz drüber nachgedacht. Vielleicht. Aber ich hätte trotzdem lieber freien Zugang zur Unterstadt. Ausgezeichnet. Du hilfst mir, Jorge zu überführen und erhältst dafür den Schlüssel zum Tor. Abgemacht. Erledigt. Herr Schildträger? Herr Professor? Ich habe ein Fass Branntwein von Jorge markiert. Ausgezeichnet. Dann geh runter in die Unterstadt und bestelle ein Fass. Mal sehen, was passiert. Dann brauche ich jetzt keine Sondergenehmigung mehr? Nein, du bist in offizieller Mission der Stadtwache unterwegs. Das ist Jorges Verkaufsstand. Tagsüber verkauft er hier alles, was es in der Unterstadt nicht gibt und was einen ordentlichen Profit einbringt. Die meisten Händler und alle Bauern aus der Umgebung verkaufen ihre Waren unten auf dem großen Markt. Aber Jorge hat sich diesen Platz hier gesichert. Nur hier kann er die Waren direkt per Kran aus der Oberstadt anliefern. Normalerweise erwacht die Stadt im ersten Morgengrauen. Dann ist Jorge zur Stelle und verkauft seine Waren, bis es dunkel wird. Er ist fleißig, das kann man nicht anders sagen. Ob er allerdings morgen auch so früh öffnet, weiß ich nicht. Die Barrikade dürfte das Gros seiner Kundschaft fernhalten. Jorge! Wer ist da? Und was willst du? Mein Name ist Guybrush und ich möchte Pirat werden. Hallo? Ich sagte... Ja, ich habe dich gehört. Ich kann nur nicht glauben, dass du mit diesem alten Gag kommst. Entschuldigung. Also, wer bist du und was willst du? Ich bin's, Wilbur. Wilbur? Komm hoch, wenn du was von mir willst. Aber ich will... Also, ich hätte gerne... Ach, vergiss es. Mist, ich war zu nervös. Wer ist... Ich bin es, Herr Schildträger. Ich würde gerne über mein Bestechungsgeld sprechen. Über sein Ausbleiben, um genau zu sein. Warum nennst du dich selber Herr Schildträger? Weil ich, Anton.
Anton Schildträger heiße ich. Und ich, möchte bestochen werden. Petey, bist du es? Ist verflucht dunkel da unten bei dir. Ja, ich bin's. Petey. Warum verstellst du plötzlich deine Stimme? Du bist schon ein verrückter Hund. Also, was kann ich für meinen Lieblingslaufburschen tun? Ich brauche ein Fass Branntwein für das Gasthaus. Geht klar. Wie lautet die Losung? Losung? Das geheime Losungswort. Ich kann doch nicht einfach jedermann illegalen Stoff anbieten, den ich natürlich nicht habe. Ach so, schon klar. Die Losung lautet... Was ist denn mit dir? Kennst du die Losung überhaupt? Natürlich. Aber darum geht es ja wohl kaum. Soll ich meine illegalen Waren etwa von irgendjemandem kaufen? Also, schön. Die Losung ist Marmelade. Ha! Die Losung lautet Marmelade. Nein, tut sie nicht. Ich wollte dich nur verarschen. Also, wie lautet die Losung wirklich? War... Was? Atomarer Erstschlag? Rätst du nur? Nein. Wie lautet die Losung? Ich kenne die Losung nicht. Warum nicht? Bist du etwa gar nicht Petey? Geh mal ans Licht. Doch, bin ich. Aber ich habe die Losung vergessen. Ha, das sieht dir ähnlich. Frag im Gasthaus nach. Der Besitzer kennt sie. Also schön. Eine Holzkiste mit altem Werkzeug. Irgendwelche Metallklammern, ein Hammer, etwas Draht. Vermutlich benutzt Jorge den Kram, um seinen Stand abzusichern. Ich nehme den Hammer. Das Plumpsklo wurde ebenfalls von Jorge errichtet. Er hat diesen ganzen Streifen an der Stadtmauer gemietet, hat Remy erzählt. Vielleicht konnte er den Gedanken nicht ertragen, seinen Stand für ein paar Minuten am Tag unbeaufsichtigt zu lassen. Da hängt ein dickes Vorhängeschloss an der Tür. Würde ich nicht wissen, wem das Plumpsklo gehört, fände ich das vielleicht seltsam. Ich bin mir sicher, man kann sich den Schlüssel für eine kleine Gebühr von Jorge abholen. Es ist gerade mal etwas über ein Jahr her, dass ich zum ersten Mal vor diesem Tor stand. Herr Schildträger wollte mich nicht in die Oberstadt zum Erzmagier vorlassen. Ich musste mir das Recht auf eine Audienz erst verdienen, indem ich Diplom-Magier wurde. Ich habe diese seltsame Trennung zwischen Ober- und Unterstadt nie verstanden. Die Oberstadt ist wie eine Stadt in der Stadt, mit eigenen Mauern und einem eigenen Tor. Zwar arbeiten Leute aus der Unterstadt dort oben, doch abends gehen sie in die Unterstadt, weil sie sich oben die Mieten nicht leisten können. Mit meinem einen Apfel pro Tag würde ich dort oben auch nicht weit kommen. Zum Glück wohne ich kostenlos in der Schule. Hier kommt also der Kran an. Und da oben, etwa 10 Meter über mir, sitzt Jorge auf seinen Kisten. Früher war das hier rechts das Gasthaus und links daneben die Zaubererschule von Meister Markus. Aber nach dem Krieg kamen so viele Leute in die Stadt, dass ein größeres Gasthaus benötigt wurde. Meister Markus hat seine alte Zaubererschule gern verkauft. Veränderung ist gut, hat er mir mal gesagt. Vor den Toren der Stadt leben im Moment mehr Leute als innerhalb ihrer Mauern. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Es gab Tage, da reihte sich ein solcher Wagen an den nächsten und die Straße war bis zum Horizont mit ihnen gefüllt. Dieser Karren steht schon lange hier. Seltsam, dass er weder für die provisorische Zeltstadt noch für die Barrikaden benutzt wurde.
Das ist einer der Zugänge in die unterirdische Welt der Ratten. Die Ratten sind eine der größten Bevölkerungsgruppen in der Stadt. Aber viele sehen in ihnen keine echten Bürger und sie haben nicht viele Rechte. Remy und der Erzmagier versuchen das schon lange zu ändern. Aber manche meinen, die Ratten seien illegal in die Stadt gekommen und nicht viel besser als Ungeziefer. Als Seefels am Ende des Krieges beinahe eine Geisterstadt war und die Ratten nicht genug Nahrung fanden, habe ich ihnen geholfen. Seitdem sind wir Freunde. Seit Remy Geheimdienstchef geworden ist, sehe ich ihn allerdings nicht mehr so häufig wie früher. Also macht er seinen Job gut. Seefels ist über die Jahrhunderte ziemlich chaotisch gewachsen. Es gibt Türen, hinter denen sich nur Mauern befinden, Treppen, die ins Nichts führen. Vielleicht sollte hier irgendwann mal ein Haus hin, aber dann haben die Baumeister die Idee verworfen. Ebene über Ebene stapeln sich die Häuser von Seefels bis hier hinauf. Und etwa 150 Meter unter mir erstreckt sich eine zweite Stadt aus Zeltplanen und Brettern. Der Erzmagier arbeitet hart, um den Leuten dort unten eine Perspektive zu geben. Doch der Krieg hat seine Spuren hinterlassen. Man hört die Leute dort unten jeden Tag bis spät in die Nacht musizieren und singen. Sie tanzen, üben Zwergenweitwurf und veranstalten Buchstabierwettbewerbe. Sie wissen, wie man sich unterhält. Nur irgendwann wird die Stimmung umschlagen. Es könnte irgendwann zu wenig Bier geben. Oder zu viel. Beides wäre ein Problem. An der Feuerstelle wärmen sich in kalten Nächten normalerweise Bürger und Besucher des Gasthauses. Papier, Holz, alles ist da. Nur niemand, der sich aufwärmen will. An der Feuerstelle wärmen sich in kalten Nächten normalerweise Bürger und Besucher des Gasthauses. Papier, Holz, alles ist da. Nur an der Das ist die erste und beeindruckendste Straßenbarrikade, die ich jemals gesehen habe. Die Protestler haben alles, was sie gerade finden konnten, zu einer hohen Mauer aufgetürmt. Ohne einen Troll kommt da niemand durch. Das hier sieht aus wie eine Klappe. Hallo? Huhu. Sprichst du etwa mit dem Feind? Wer seid ihr denn? Mein Name ist... Psst. Wenn du jedem Agenten der Regierung unsere echten Namen verrätst, gefährdest du die ganze Organisation. Wie wollen wir uns nennen? Mein Name ist, Peter. Nein, Paul. Neben mir steht, J. Dein Name ist Paul? Aber du bist doch eine Frau. Geschlecht ist eine von den patriarchischen Gesellschaftseliten antrainierte Fiktion. Oh, das wusste ich nicht. Für was protestiert ihr denn? Wir protestieren gegen Ausnutzung, gegen Diskriminierung, gegen Armut und gegen die Zerstörung der Umwelt. Wow, das sind wirklich alles wichtige Themen. Was wollt ihr unternehmen? Wir tun doch schon was. Wir fordern, dass sich etwas ändert. Wir haben eine Unterschriftenaktion gemacht. Und wir stellen einen Forderungskatalog auf. Es gab da einige Verzögerungen wegen der Genderneutralität. Wie weit bist du? Liebe Kämpferinnen, liebe Sympathisanten und Innen, liebe Brüderinnen und Schwestern. Um nochmal auf das Dinge ändern zurückzukommen. Wenn du einen Unterschied machen willst, kannst du Gefällt mir auf einen Zettel schreiben und ihn durch die Luke reichen. Dann weiß jeder, dass du unsere Sache unterstützt. Ich habe in der Oberstadt mit einem Gefangenen gesprochen. Der gehört zu euch, oder? Ein Opfer der Staatsmacht. Unser erster Märtyrer. Noch ist er nicht tot. Und wenn er den Kuchen bekommen hat, wird er bald wieder bei uns sein. Kuchen? Psst. Wenn ihr für Veränderungen und Gerechtigkeit seid, gebt ihr vermutlich Erzmagier Alistair eure Stimme, oder? Die Wahl ist ein Witz. Ein korrupter Politiker wird durch einen anderen ersetzt und im Hintergrund ziehen immer dieselben Leute die Fäden. Bei der Ratsvorsitzenden mag das so sein, aber beim Erzmagier? Big Mana hat ihn doch voll in der Tasche.
Genau, der magisch-industrielle Komplex, der auch schon für den Krieg verantwortlich war. Also, stellt ihr einen eigenen Kandidaten auf? Ach was, das hat doch keinen Sinn. Wir tun das Einzige, das zum Erfolg führen wird. Wir protestieren. Vielleicht kann ich ja dem Erzmagier einige eurer Forderungen mitteilen und wir schauen, was sich umsetzen lässt. Wir fordern, dass in Aventasien niemand mehr ärmer sein darf als der Durchschnitt. Ist das mathematisch nicht unmöglich? Keinesfalls. Wenn jeder Bewohner exakt gleich viel Gold bekommt, ist niemand ärmer als der Durchschnitt. Aber wenn jeder die gleiche Menge Gold bekommt, ohne etwas dafür tun zu müssen, warum sollte sich dann noch jemand anstrengen, um das Gold zu verdienen, das dann verteilt werden kann? So etwas kann nur jemand fragen, der zu den reichen Eliten gehört. Habt ihr die Barrikade gebaut? So ist es. Gefällt sie dir? Ja, ist schön. Aber sie versperrt irgendwie die ganze Straße, oder? Wir lassen euch da oben austrocknen, bis ihr uns gebt, was wir wollen. Die Oberstadt wird durch Luftschiffe versorgt. Wir weichen keinen Schritt, bis ihr hungernd und frierend vor uns steht. Aber wir haben genug zu essen. Und wenn mein Hasenschaf nicht immer mein Bett beschlagnahmen würde, müsste ich auch nie frieren. Ich hab dir doch gesagt, das funktioniert so nicht. Wir protestieren hier und ihr könnt nichts dagegen tun. Alles klar bei euch in der Unterstadt? Könnte nicht besser sein. Das Feuer des Protests lodert hell. Die Menschen werden zusammengeschweißt durch die gemeinsamen hehren Ziele. Und aus Platzmangel. Psst. Warum habt ihr die Barrikade hier errichtet und nicht oben am Stadttor? Das hätte euch jede Menge zusätzlichen Platz verschafft. Und außerdem wäre dann das Gasthaus auf unserer Seite. So kann man unsere Barrikade besser sehen. Die Eliten sollen zittern vor unserer Entschlossenheit. Ich glaube nicht, dass sie das tun. Du versuchst offensichtlich, einen Keil zwischen uns zu treiben, Agent. Siehst du? Die Bonzen versuchen, uns zu sabotieren. Sie haben Angst. Das ist ein gutes Zeichen. Ich muss weiter. Möge der Protest niemals enden. Irgendjemand hat einen Eimer mit Wasser neben die Feuerstelle gestellt. Normalerweise wird in Seefeld Sicherheit nicht groß geschrieben. Aber bei einem Feuer zwischen all den Holzhäusern wird schon mal eine Ausnahme gemacht. Das Wasser im Eimer ist zu Eis gefroren. Das Wasser... Ich hoffe, dass ich heute Abend in meinem eigenen Bett schlafen kann. Ein Bett hier im Gasthaus dürfte meine finanziellen Mittel übersteigen. Da hat irgendjemand seine Jacke vergessen. Oder der Besitzer hat sie hängen lassen, während er oben ein Nickerchen macht. Das wäre gewagt. Die Kriminalitätsrate in der Stadt ist auf einem Allzeithoch. Da hat irgendjemand seine Jacke vergessen. Das wäre... Irgendwann hatten Meister Markus und Jorge genug von diesem seltsamen Rollenspielapparat. Ich dachte schon, Meister Markus hätte seine Liebe zu Fantasiewelten hinter sich gelassen. Aber jetzt dieses Live-Rollenspiel? Ich mache mir Sorgen. Irgendwann lebt er ganz in seiner Welt voller Fahrräder, Steuererklärungen, Mikrowellen und Softdrinks und vergisst darüber die reale Welt. Als Kamin macht das Ding eine gute Figur. Und auch der Eberkopf aus dem alten Gasthaus hat seinen Platz gefunden. Ich muss sagen, mir gefällt die Kneipe insgesamt sehr gut. Hoffen wir, dass ich hier in ein paar Tagen mit Remy und dem Erzmagier auf den Wahlsieg anstoßen kann. Ein Blatt Papier mit vielen Absätzen in kleiner Schrift? Ausschankgesetz steht drüber. Vielleicht Regeln für verschiedene Trinkspiele? Paragraph 1, Absatz 1, trinke mit Verstand. Wenn kein Verstand verfügbar, trinke ohne. Und hier? Paragraph 6, Absatz 5. Es ist verboten, Gremlins nach Mitternacht Snacks anzubieten. Das ergibt Sinn. Paragraph 14, Absatz 2. Der Wirt ist nicht verpflichtet, Vampire zu bedienen. Das scheint eine lange Liste von Regeln zu sein, die für Wirtshäuser und ihre Gäste gelten. Praktisch. So kann man jederzeit nachlesen, ob sich eine feuchtfröhliche Feier noch im Rahmen der gesetzlichen Verordnungen bewegt. Eine Sorge weniger.
Es gibt einen ganzen Haufen Paragraphen hier. Das Blatt ist so klein und dicht beschrieben, dass es selbst nüchtern schwierig ist, den Text zu entziffern. Paragraph 9 Absatz 1. Zwergen-Starkbier darf nur in speziell gesicherten unterirdischen Bunkern ausgeschenkt werden. Zum Glück wissen die nichts vom Kellermeister zu Hause im Weißkammgebirge und unserem kleinen Zwergen-Starkbier-Abenteuer. Es gibt einen ganzen Haufen Paragraph. Zum Glück. Direktor Bloch scheint Gold zu zählen. Große Mengen Gold. Woher hat er das? Wetterquarz, haben Sie nicht noch Dinge in der Schule zu erledigen? Ich bin quasi immer noch dabei. Ich hole nur gerade Werkzeug aus der Stadt. Nun gut. Ich muss gestehen, dass mich Ihre Leistungen am heutigen Tage nicht enttäuscht haben. Ja? Ich habe nichts erwartet. Deswegen war ich weder überrascht noch enttäuscht, dass Ihre Ergebnisse im Vergleich zu denen einer diplomierten Fachkraft abfallen. Ich glaube, Sie geben mir unfair schwierige Aufgaben, damit ich sie nicht schaffe und Sie mich loswerden können. Oh, ich werde Sie mit ganz gewöhnlichen Aufgaben los, Wetterquarz. Es ist nicht Ihre Schuld. Man hätte Sie nicht in eine Position bringen dürfen, in der Sie mit Aufgaben konfrontiert werden, die Ihre Ausbildung und Ihre Fähigkeiten übersteigen. Was tun Sie da, wenn ich fragen darf? So viel Gold wird man doch kaum als Schuldirektor verdienen. Natürlich nicht. Das Gold ist für den Wahlkampf der Ratsvorsitzenden. Ich bin der Schatzmeister Ihrer Partei. Einige Leute wollen anscheinend wirklich dringend, dass die Ratsvorsitzende siegt. Natürlich. Sie sehen Ihre Spenden als Investition in die Zukunft. Und Sie wissen, wie man etwas bewirken kann. Ich muss weiter. Ich erwarte Sie morgen nach der Einweihungsfeier zum Mitarbeitergespräch. Dann werden wir uns über Ihre Leistung unterhalten. Sehr wohl. Ich und mein Golem werden es Ihnen schon zeigen. Swinging Seefels, die Stadt, die niemals schläft. Die Postkarte wurde eindeutig vor dem Krieg verschickt. Sogar der Turm der Zaubererschule steht an seinem Platz. Ich war hier seit der Neueröffnung noch nicht. Ich hatte so viel in der Schule zu tun. Ist hübsch geworden. Wenn auch eine seltsame Mischung aus rustikal und elegant. Wow! Ein zweiköpfiger Oger. Von denen habe ich gehört. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen von denen mal im wahren Leben sehen oder riechen würde. Guten Tag. Kleines Männlein. Aber Grump, das ist ein Gast. Willkommen, edler Herr. Wie können wir Ihnen behilflich sein? Du bist ein zweiköpfiger Oger, nicht wahr? Nun, ich bin ein Oger. Und ich auch. Also seid ihr zwei Oger? Mein Name ist Sloth, Magier, Philosoph, Gelehrter. Schwätzer du bist. Das da ist Grump, mein Bruder. Er ist... Schläger sein. Ich Sachen kaputt kloppen. Und gehört euch das Gasthaus? Ich habe es gekauft. Grump ist nur mein Angestellter. Grump auch gekauft? Ja, aber dann hast du deine Hälfte beim Poker verspielt. Jetzt gehört alles mir. Grump geben seine Hälfte nicht her. Grump verkloppen Sloth, wenn er versuchen wegzunehmen. Wenn du mich anfasst, lasse ich dich ins Gefängnis werfen. Ich habe gehört, dass ihr euren Alkohol bei Jorge bestellt. Uns bleibt kaum etwas anderes übrig. Er ist der einzige Händler, der uns Alkohol verkauft. Teuer. Da hast du recht. Die Preise sind unverschämt hoch.
Seefels ist eine große Stadt und es gibt viele Händler. Warum verkauft nur Jorge Alkohol? Seitdem die Stadt von Flüchtlingen geradezu belagert ist, gibt es für Bauern und Händler aus der Umgebung mit ihren Ochsenkarren kein Durchkommen mehr. Verstehe. Und Jorge wird per Luftfracht versorgt. Aber trotzdem, es gibt doch mehr als einen Händler in der Oberstadt. Natürlich. Jorge handelt mit Alkohol, ein anderer handelt mit Lampenöl, der nächste mit Mana-Tränken. So kommen sie sich nicht gegenseitig in die Quere und jeder kann die Preise nehmen, die er für richtig hält. Ich alle kaputt kloppen! Wir sind darüber verstimmt. Habt ihr vielleicht Interesse an einem Fass Branntwein? Ich bin mir sicher, dass Jorge noch heute liefern würde. Nein, danke. Wir haben noch etwas. Und seit die Barrikade errichtet wurde, kommen deutlich weniger Gäste als sonst. Aber ich brauche das Losungswort. Jorges Losungswort für seine Krangaunerei? Wärst du ein vertrauenswürdiger Kunde von ihm, würdest du es kennen. Wie wäre es, wenn wir Jorge für seine Wucherpreise eins auswischen würden? Was schwebt dir vor? Kaputtkloppen? Sagen wir so, ich könnte Jorge den strengen Arm des Gesetzes auf den Hals hetzen. Schildträger? Dosenmännchen. Also ich weiß nicht. Die Sache ist trollsicher und alles ist vorbereitet. Ich brauche nur Jorges Losungswort und zack, wir haben ihn bei den Hammelbeinen. Und die Sache kann nicht zu uns zurückverfolgt werden? Ich habe keine Lust, zukünftig noch höhere Preise für unseren Alkohol zu zahlen. Es ist eine geheime Geheimoperation, versteckt in einem Geheimnis. Versteckt in Geheimnis? Verdient hätte er es. Ach, was soll's. Die Losung lautet, Gold macht nicht glücklich. Tatsächlich? Hier, ein Sack Silberlinge für den Branntwein. Das ist es mir wert, wenn Jorge und dem ganzen Händlerpack dafür das Geschäft verhagelt wird. Danke. Dürft ihr bei der Wahl eine oder zwei Stimmen abgeben? Man sollte meinen, da wir zwei Stimmen haben, sollten wir auch zwei Stimmen abgeben dürfen, nicht wahr? Der Stadtrat sah das leider anders. Und wen wollt ihr jetzt wählen? Erzmagier Alistair natürlich. Ratsvor Frau van Buren. Kleine Frau, sagt, wie es ist. Grump mag es gerne unkompliziert. Steuern runter, mehr Arbeit für alle, Seefels Nummer 1. Aber du glaubst nicht daran. Mir wäre es auch lieber, wenn Probleme schneller gelöst würden. Aber Van Buren bedeutet Stillstand oder Rückschritt. Beides hat noch nie geholfen. Die Jacke da über dem Stuhl scheint jemand vergessen zu haben. Oh, sie gehört einem jungen Gast. Er, nun ja, geriet in einen Streit mit Herrn Schildträger von der Stadtwache und wurde inhaftiert. Rowdy! Gleich wegsperren! Was ist passiert? Er trank gemächlich sein Bier. Schildträger trat ein, erkannte in ihm einen der Protestler und forderte ihn auf, seine Taschen zu leeren. Der junge Mann weigerte sich, meinte, er hätte nichts verbrochen und würde sich nicht einfach durchsuchen lassen. Dann Peng, Knüppel und eingesperrt. Und die Jacke? Hängt seitdem dort. Wir behalten sie als Pfand, bis er sein Bier bezahlt hat. Dann macht's gut, ihr zwei beiden, einen. Auf Wiedersehen. Ciao. Das ist die Jacke eines Protestlers. Sie hat mehrere Aufnäher. Und hier vorne ist ein Pin angeheftet. Hat keiner bemerkt? Remy sieht müde aus. Ich glaube, der Wahlkampf und die aktuelle Situation in der Stadt machen ihm zu schaffen. Hallo, Remy. Wenn das nicht der neue Star-Professor der Zaubererschule ist, wie war dein erster Tag, Wilbur? Direktor Bloch ist ganz gemein zu mir. Er hat mir viele schwierige Aufgaben gegeben. Die du bestimmt alle gelöst hast, wie ich dich kenne. Ja,
Aber dann hat er mir noch andere, viel schwierigere Aufgaben gegeben. Und selbst wenn ich die Nacht durcharbeiten würde, könnte ich sie nicht alle erledigen. Niemand könnte das. Interessant und seltsam. Wenn er dich als schlechte Wahl des Erzmagiers darstellen wollte, dürfte er dir keine Aufgaben geben, die ganz offensichtlich nicht zu schaffen sind. Die Leute würden bemerken, was für ein Spiel gespielt wird, und der Trick könnte nach hinten losgehen. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen? Ja! Ich habe Direktor Bloch im Lehrerzimmer überrascht, als er in einer Schreibtischschublade herumwühlte. Aber als ich ihn angesprochen habe, hat er sich erschrocken. So, als hätte ich ihn bei etwas ertappt. Er wollte nicht, dass du siehst, wie er an seiner eigenen Schreibtischschublade herumhantiert? Interessant, oder? Erst die Sache mit den unlösbaren Aufgaben und jetzt die Schreibtischschublade. Irgendetwas stimmt da nicht. Sehe ich auch so. Die Ratsvorsitzende stand oben an dieser neuen Lostrommel und hat einem Reporter die morgige Ausgabe des Ausgucks in den Block diktiert. Ja, sie hat den Ausguck in der Tasche. Miststück. Sehr ehrgeizig, hartnäckig und skrupellos. Eine gefährliche Mischung. Kommt aus einfachen Verhältnissen und hat sich an den alten Van Buren rangemacht. Wollte ihn zu allerlei neuen Geschäften und zu einer politischen Karriere überreden. Viele sagen, er sei so früh gestorben, weil er endlich seine Ruhe haben wollte. Und wie wurde sie dann zur aussichtsreichsten Herausforderin des Erzmagiers? Der Erzmagier hätte gern, dass wichtige Regierungsposten nicht mehr automatisch an die reichsten Bürger gehen, sondern an die kompetentesten, vom Volk gewählt. Und das schmeckt dem Adel und den Händlern natürlich nicht. Sie spuckten Gift und Galle, als sie davon erfuhren, aber sie konnten zunächst nichts ausrichten. Der Erzmagier war zu populär, unantastbar. Doch dann kam Sibyl van Buren und hatte einen Plan. Man sollte der Wahl zustimmen und ihr ein Jahr Zeit geben. Ein Jahr, in dem sie dem Erzmagier Steine in den Weg legte und seine Politik sabotierte, wo sie nur konnte. Ihr einziges Ziel war es, ihn schlecht aussehen zu lassen. Bei den Göttern würde ich es verabscheuen, wenn sie damit durchkäme. Du siehst auch nicht gerade zufrieden aus. Harter Tag? Harte Woche. Ich bin besorgt um die Sicherheit des Erzmagiers. Die Lage in der Stadt ist explosiv. Er ist heute auf offener Straße beschimpft worden, als er unten in einem Feldlazarett nach dem Rechten gesehen hat. Aber das waren nur aufgestachelte Spinner. Ich mache mir Sorgen um den einen Attentäter, der genug Köpfchen, Ressourcen und Willen hat. Jemand wie Direktor Bloch? Schwer vorzustellen, aber nicht auszuschließen. Wir brauchen mehr Informationen. Meinst du, dass der Erzmagier die Wahl gewinnen wird? Van Buren hat all ihre Ressourcen genutzt. Mächtige, reiche Freunde, versorgt mit wichtigen Posten. Der Seefelsausguck, die einzig verbleibende Zeitung der Stadt. Einfache Slogans, einfache Lösungen. Patriotismus und Ressentiments. Sie sagt den Bürgern, was sie hören wollen. Und dennoch, der Erzmagier wird diese Wahl gewinnen. Jede Stimme für die Ratsvorsitzende und ihre Bande ist eine Stimme zu viel. Aber die Dummheit hat noch nicht gesiegt. Warum wehrt sich der Erzmagier nicht stärker gegen die Ratsvorsitzende? Warum erzählt er nicht allen von ihren Machenschaften? Er will, dass sich möglichst viele bei der Lösung unserer Probleme beteiligen. Er will keine Lager, die sich gegenseitig an die Kehle springen. Aber ich weiß nicht, ob das gelingt. Die Leute beginnen sich mit den Zuständen abzufinden. Sie geben alles und jedem die Schuld und sie versuchen nicht einmal mehr, etwas zu verändern. Ich habe den Erzmagier danach gefragt. Und weißt du, was er gesagt hat? Stillstand ist bequem, deswegen bevorzugen ihn viele. Fortschritt erfordert Anstrengung. Was wäre das für eine Welt, wenn es himmelschreiende Ungerechtigkeit gäbe und sich jeder damit abfände? Einfach weil Änderungen zu anstrengend sind. Aber hey, ich bin nur eine Ratte. Was weiß ich schon? Wie geht's weiter? Behalten wir Direktor Bloch im Auge und warten ab, was passiert?
So kurz vor der Wahl? Ein Unterstützer der Ratsvorsitzenden, der sich verdächtig verhält und das in der Nähe des Erzmagiers? Nein, zu hohes Risiko. Wir können nicht warten. Also, schaust du dir die Sache mal an? Ich würde gerne, aber vielleicht ist genau das ihr Plan. Ein offiziell inoffizieller Mitarbeiter des Erzmagiers schnüffelt im Büro eines seiner politischen Gegner herum. Wäre nicht gut, wenn das herauskäme. Ein Skandal erster Güte. Aber wenn ein Lehrer im Lehrerzimmer ein Formular sucht, ein Lehrer, der in der Schule ist, weil der Direktor ihm dort Aufgaben gegeben hat. Normalerweise würde ich versuchen, dich davon abzuhalten. Aber der Erzmagier ist morgen zu Besuch in der Schule. Wenn seine Gegner etwas planen, müssen wir sie heute Nacht entlarven. Ich mach's. Ich sehe mich um. Falls ich was entdecke, melde ich mich bei dir. In Ordnung. Aber sei vorsichtig, Wilbur. Erzmagier Alistair hat mir eine magische Schiefertafel geschenkt. Das sieht ihm ähnlich. Er mag magische Spielereien. Vielleicht ist es nicht nur das. Die Tafel hat mir geraten, einen Golem zu bauen, der mich bei der Arbeit unterstützt. Einen Golem? Sie sind sehr stark und er könnte mir viel Arbeit abnehmen. Ja, aber ich denke gerade an etwas anderes. Überleg mal. Wir sind uns darüber einig, dass der Erzmagier der mächtigste lebende Zauberer ist. Natürlich. Niemand könnte ihm mit einem magischen Angriff auch nur ein Haar krümmen. Aber rohe Gewalt? Ein Stein auf den Kopf? Ein Messer in die Rippen? Das wäre eine Möglichkeit. Aber jetzt stell dir vor, er hätte einen Leibwächter. Einen großen Kerl. Steinhart. Du meinst mich? Sicher, ich bin etwas gewachsen, aber so hart fühle ich mich nicht. Nein, ich meine einen Golem. Ach so. Selbst ein Troll würde an einem Golem nicht vorbeikommen. Und das Beste, Golems sind absolut loyal. Sie können gar nicht anders, als den Befehlen ihres Meisters zu gehorchen. Und wenn ich ihm befehle, den Erzmagier mit seinem Leben zu verteidigen? Dann wird er genau das tun und niemand wird an ihm vorbeikommen. Das klingt fantastisch. Bekommst du das hin, einen Golem zu bauen und zum Leben zu erwecken? Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Dann kann er erst die doofen Aufgaben vom Direktor erledigen und anschließend den Erzmagier bewachen. Der Direktor und die Ratsvorsitzende haben sich mit dem falschen Gnom angelegt. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Ich baue einen Golem-Leibwächter für den Erzmagier und schaue mich im Büro des Direktors um. Genau. Und sobald du etwas Ungewöhnliches entdeckst, sagst du mir Bescheid. Keine Heldentaten, Wilbur Wetterquarz. Ich pass schon auf. Ich gehe zurück in den Untergrund. Ich will herausfinden, was es mit dieser dunklen Magie auf sich hat, die der Erzmagier seit einigen Tagen spürt. Viel Erfolg. Du und deine Herren. Ihr kommt mit eurem Plan nicht durch. Ihr habt vielleicht große und mächtige Freunde. Aber der Erzmagier hat kleine und clevere. Remy hat sein Glas stehen lassen. Da ist eine Markierung drauf. 2 Zentiliter steht daneben. Für die meisten Leute ist das nur ein kleiner Schluck. Aber für eine Ratte ist das schon eine ordentliche Menge Alkohol, schätze ich. Die magische Schiefertafel von Meister Ed.